Herzlich willkommen, Freunde, hier im Aquacup Halbfinale, Semifinal. Und Dave gegen Mr. Soccer steht jetzt an. Ich-Perspektive ist Dave, Mr. Soccer ist die Gegenseite. Als kleine Info. Und ich bin mal gespannt. Es ist das Halbfinale. Jetzt entscheidet sich, wer ins Finale einziehen wird. Eröffnung mit Stami und Kreputak. Kributak wird zurückgerufen, sofort. Ja, weil Stami die höhere Initiative hat. Akkukalyp übernimmt. Und der Donnerblitz von Topstar. Zieht Akkukalyp doch ein wenig Schaden. Reicht aber definitiv nicht aus, um es zu finishen. Aber zwei weitere Treffer würden Akkukalyp auf die Bretter schicken. Was wird Topstar tun? Dave tun. Topstar. Er wechselt aus und setzt Azumarill in den Kampf. Akkukalyp verwendet erstmal die Genesung, um sich so einen freien Zug zu erhaschen, beziehungsweise um zu scouten, was der Gegner macht. Da folgt der Abschlag von Azumarill. Akkukalyp vollkommen machtlos. Geht das down. Und jetzt kommt von der Gegenseite das Dummy von Mr. Soccer. Setzt auf Donnerblitz. Au, das war aber heftig. Da war wohl ein Wahl-Item im Spiel. Okay, Seedraking übernimmt die nächste Runde. Stami setzt erneut auf Donnerblitz und macht ordentlich Schaden an Seedraking. Wenn Seedraking jetzt nicht den Erstschlag hat, wird es problematisch für Seedraking. Okay, es hat den Erstschlag, setzt auf Wut an verleihen. Au, wow, wow. Das war heftig und Stami geht zu Boden. Und Torhaidu übernimmt das Feld. Schutzschild. Er will den Initiative-Boost haben. Okay, das wird jetzt spannend. Wer wird schneller sein? Theoretisch Seedraking. Aber wir wissen es noch nicht in der Praxis. Wir werden es gleich sehen. Oh. Torhaidu ist langsamer. Habe ich auch eben gerade gesagt, dass Torhaidu langsamer ist. Torhaidu müsste eigentlich schneller sein. Seedraking war es aber. Und ein erneuter Wutanfall. Oh, das wird bitter. Tentoxa kann einen Wutanfall nicht tanken. Es ist ein Spezialtank und kein physischer Tank. Aber der Fokusgurt hat Tentoxa am Leben erhalten. Zauberschein wird abgewehrt von einer Beere. Seedraking überlebt den Angriff dadurch. Und ist jetzt verwirrt. Was wird passieren? Es setzt nochmal Wut an verleihen. Jetzt geht's rund. Oh oh. Mr. Soccer steht mit dem Rücken an der Wand. Dave hat ihn komplett in der Mange. Es ist weiterhin verwirrt, dass sie Seedraking. Und haut sich auch selbst. K.O. Ach du Scheiße. Steinhagel, ja, ist nicht nötig gewesen. Topstar übernimmt, okay. Ich glaube, hier bleibt nicht viel Spielraum zum Wechseln. Denn das war fast schon alles. Ein Pokémon hat der liebe Soccer noch übrig. Das ist das Kributak vom Anfang. Und da folgt der Donnerblitz. Ich glaube, das war alles. Wow. Rasantes Halbfinale, muss man sagen. Aber hallo. Das ging schnell und fix. Dave hat hier einfach mal so Mr. Soccer weggeputzt. Mit einem sauguten Seedraking. Ja. Und er hatte auch keine Counter-Offensive gegen Seedraking. Keine Azumarill. Oder keinen weiteren physischen Tank wie Mamulida, um Seedraking irgendwie dagegen zu stellen. Das war der Untergang für Mr. Soccer. Aber nichtsdestotrotz, beide haben noch ein Match auszutragen. Dave darf ins Finale einziehen. Mr. Soccer darf sich im Kampf um Platz 3 nochmal behaupten. Und damit würde ich sagen, ich verabschiede mich. So ein schnelles Ende hätte ich in diesem Kampf nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber
Wow, das war fix für ein Halbfinale. Ja. Also, wir sehen uns beim nächsten Semifinal. Bis dahin.